Ah, Sith. Datis Elgin, imperialer Berater für das Haus Tul. Ich bin froh, euch zu sehen. Das Haus Tul sieht sich einer Krise gegenüber, die ihre gesamte Position auf Alderaan gefährden könnte. Genau wie die Position des Imperiums. Nicht ohne entsprechende Entlohnung. Wenn ihr das Haus Tul rettet, werden sie euch sicher mit Freuden entlohnen. Das Haus Rist, die Attentäter Alderaans, ist derzeit mit dem Haus Ulgo, den hiesigen Thronräubern, verbündet. Doch es gab eine Zeit, in der Rist alles für jeden getan hat, wenn nur der Preis stimmte. Und jetzt drohen die schmutzigen Details dieser Dienste öffentlich zu werden. Soll ich dem Haus Rist eine Lektion erteilen? Das Haus Rist war immer ehrenhaft. Dort trägt man nicht die Schuld an der gegenwärtigen Situation. Ein ehemaliger Attentäter vom Haus Rist, der von ihnen verbannt wurde, weil er die Identität eines Auftraggebers enthüllt hat, erpresst nun das Haus Tul. Er sagt, er würde jedes Attentat publik machen, jede Entführung, jede Hinterhältigkeit, die Haus Tul jemals zu verantworten hatte, wenn er nicht bezahlt wird. Sagt mir einfach, wo er ist, dann werde ich ihn töten. Wenn es möglich wäre, sollte er lieber nicht sterben. Das wirft zu viele Fragen auf. Wir haben ein Treffen zur Geldübergabe vereinbart. Doch er hat einige der besten Attentäter aus dem Haus Rist angeheuert. Ich vertraue ihm nicht. Deswegen brauche ich euch. Jemanden, der stark genug ist, jeder Falle zu entgehen, die er uns stellen mag. Und was genau soll ich tun? Dieser Mann möchte ein eigenes Haus aus Attentätern gründen und er hat als Bezahlung für sein Schweigen Land und einen Titel verlangt. Nehmt den Aktenkoffer und geht zum vereinbarten Treffpunkt. Wenn er die Bestechung annimmt, gut. Wenn nicht, tötet ihn. Was für eine angenehme Überraschung. Ich bin Offizier Vesk, imperialer Geheimdienst. Ich verfolge eure Heldentaten schon länger. Ich bin ein ziemlicher Bewunderer. Ich wünschte, wir könnten darüber reden, wie ihr Operation Sonnenregen lahmgelegt habt. Doch kann ich nicht noch mehr Zeit verschwenden. Das Haus Rist plant einen Angriff auf das Imperium. Und ich habe die nötigen Beweise dafür. Läutert Alderaan von den Rists. Löscht sie alle aus. Dem stimme ich zu. Darum kommt eure Ankunft hier so gelegen. Als Gefolgsleute des Hauses Ulgo wollen die Rists uns auslöschen. Einige ihrer Elite-Attentäter bereiten sich auf einen Anschlag auf ranghohe Kommandanten der Tuls und des Imperiums vor. Sie sind entbehrlich. Aber die Chance, ein paar der besten Rist-Attentäter auszuschalten, sollte man sich nicht entgehen lassen. Die Leichen der Attentäter werden kalt sein, noch bevor ihre Ziele eintreffen. Das ist der Enthusiasmus, von dem ich schon so viel gehört habe. Die Rists warten bereits auf ihre Opfer. Findet ihre Hinterhalte und tötet die dort lauernden Attentäter. Seht es ein, Tegan. Lieutenant Grohl hat mir mehr Auszeichnung verliehen als jedem sonst in seiner Einheit. Er wollte offensichtlich, dass ich das Kommando übernehme. Ich habe mit dem Lieutenant Operationen geleitet, als ihr noch an der Akademie Schuhe geputzt habt. Grünschnabel! Und jetzt Ruhe! Wir haben Gesellschaft. Entschuldigt die Diskussion. Sergeant Tegan, Team Bravo. Sergeant Pratt, Team Alpha. Wir haben gerade unseren Kommandanten und die halbe Einheit bei dem Versuch verloren, das Alde-Anwesen einzunehmen. Ab jetzt seid ihr mir unterstellt. Wie ihr befehlt, mein Sith Lord. Immer noch besser, als mich von Pratt rumkommandieren zu lassen. Pratt. Unser Ziel ist Padrus Organa. Gerüchten zufolge soll er der nächste Erbe vom Haus Organa werden. Mit seinem Lösegeld könnte unsere Kampagne ein komplettes Jahr finanziert werden. Die Sicherheit ist straff, aber wir können uns den Kerl vielleicht schnappen, wenn ihr die Wachen ablenkt.
Das klingt gefährlich. Ich bin dabei. In der Anlage wimmelt es nur so von Organa und Aldewachen. Löst den Alarm aus, dann werden sie angerannt kommen. Ihr müsst ihnen nur lange genug standhalten, bis wir Padrus haben und entkommen sind. Wir sagen Bescheid, wenn wir in Sicherheit sind. Jimunja. Languages. Oh.
Sieh dir das an, Bruder. Ein Sith. Anscheinend ist Tool doch nicht so blöd, wie ich dachte. Es wird ihnen nichts nützen, aber immerhin haben sie es versucht. Wenn ihr mir jetzt bitte die Bezahlung gebt. Ich denke, ich werde euch einfach umbringen. Zu den Waffen, Leute! Last Jacket open. Do what I'm done. Stopp! Hör auf, Kai! Sie ist uns überlegen und außerdem ist es das nicht wert! Die Beweise befinden sich schon auf dem Weg zum Haus Ulgo. Er wollte sie euch nie geben. Ihr werdet alle dafür bezahlen. Sam, du Idiot! Wir hätten Grafen werden können! Du hast jeglichen Sinn für Ehre verloren. Lügen und stehlen? Ich habe geschworen, nach einem Kodex zu leben. Der Läufer mit den Beweisen bringt sie zu Ulgos Sohn Wessex. Sam, du würdest deinen eigenen Bruder betrügen? Dafür sollte ich dich töten! Verdammt, Kai. Es tut mir leid. Die Zielkoordinaten des Läufers sind in der Konsole da drüben gespeichert. Ihr könnt ihn vielleicht einholen, wenn ihr euch beeilt. Ich übernehme Kais Attentäter. Ich verspreche, dass weder ihr noch das Haus Tool je wieder etwas von uns hören werdet. Niemand betrügt mich und kommt mit dem Leben davon. Da ihr die Akten über den Attentäter durchstöbert, nehme ich an, dass das Treffen nicht gut verlief. Ulgo hat die Beweise bereits erhalten. Ihr macht Scherze. Verflucht! Nun, lasst kein Detail aus. Wenn Wessex Ulgo diese Beweise erhält, wird bald jedes Haus auf Alderaan wissen, wen Haus Rist für das Haus Tool töten soll und wann. Sie werden das Haus Tool nicht einfach nur verbannen. Sie werden es vernichten und jede Chance des Imperiums auf Alderaan wird mit ihnen sterben. Gebt mir einfach eine Chance, Ulgo zu finden und aufzuhalten, bevor sie die Beweise veröffentlichen. Das ist leichter gesagt als getan. Wessex Ulgo befehligt einen Trupp der besten Kommandos auf Alderaan. Sie haben sogar Jedi besiegt. Aber ihr habt vielleicht eine Chance. Ich muss euch bitten, die Beweise zurückzuholen. Schnell. Wie?
Das klingt gefährlich. Ich bin dabei. Ich danke euch vielmals. Findet die Beweise und vernichtet sie. Dann verspreche ich euch, euren Lohn zu verdoppeln.